Gauss-Gewehr. Oh, was sind das für Dinger? Wow. Ja, das pfeffert rein hier. Oh, da ist ja noch einer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der gute Herr Mancubus. Was, was, was? Zack. Nein! Ah. Oh. Zack! Kann man den Schalter nicht irgendwo anders anbringen? Das ist doch viel praktischer da unten. Okay, nächste Runde. Wo sind... Oh, die Dinger. Okay. Mann. Oh. Zack. Oh Mann, ich muss mich echt hier ein bisschen konzentrieren. Oh, das war nicht gut. Nein. Und ich hab's gerade noch gesagt. Tja, ich glaube, so oft gestorben wie heute bin ich noch nie. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich noch irgendwann sich eh noch steigern, wenn das so in die späteren Missionen geht. Damn! Ach ja, die haben ich ja ganz vergessen. Okay, ich bin schnell. Ich bin schnell. Bringt mir das was? Ja, bei ihm bringt mir das, glaube ich, auch was. Kann ich schneller weglaufen. Was? Ist da irgendwo noch einer? Oh ja. Und ein Revenant. Und na super. Oh yeah. So. Und du auch. Zack. Puh. Ja, ja, die Rüstung, die kann ich jetzt gut gebrauchen. Jetzt mal gucken, ob man hier wieder rauskommt. Munition, das ist auch was ich immer gut gebrauchen kann. Da hinten läuft noch wer. Er hier. Mann, hat aber jetzt echt Schwein gehabt. Drei Schüsse, die daneben gehen. Aha. Automap. Jetzt können wir auch eine beschissene Karte aufrufen. Auf der ich mich auch eh nicht zurechtfinde. Folgen wir einfach immer mal dem Wegpunkt. Was ist das? Gibt wieder eine Sage. Gestählt durch die Feuer der Hölle, blieb sein eiserner Wille auch in dem Übergang stark, der die Schwachen verführt. Denn nur er war der Hellwalker, der entfesselte Jäger, der nach Vergeltung suchte. Überall. Im Schatten, im Licht, im Feuer, im Eis. Am Anfang und am Ende.
Okay. Er jagte die Sklaven des Kristalls mit Unglauben. Lassen wir ihn mal reden. Kümmern wir mal uns hier um die wichtigen Dinge, wie zum Beispiel das hier. So, mit 2 kann man nämlich schon wieder irgendwas kaufen. Bei Aktivierung füllen Verstärker die Gesundheit bis zur maximalen Kapazität auf. Also irgendwas mit Gesundheit. Alles klar, das nehmen wir. Direkt das. Yeah! Oh, das will ich nochmal machen. Geht das? Yeah! Cool. So, was ist denn das hier? Sehr schön. Eine neue Modifikation. Boah, genau, jetzt rüste ich endlich mal das Sturmgewehr was auf. Ja, Zielfernrohr. Taktisches Zielfernrohr, das ist Heranzoomen an Ziele mit der Waffenmod-Taste ermöglicht. Okay, halte die Waffenmod-Taste gedrückt, um einen Mikroraketenwerfer auszufahren. Ja, komm, wir versuchen mal ein bisschen mehr Schaden anzurichten. So aus der Hüfte schießen ist mit dem Ding ja eigentlich recht praktisch. Und noch was. Zack, nehmen wir auch mal direkt mit. Wunderbar. Bestens ausgerüstet. Naja, fast bestens ausgerüstet. Oh, oh, oh. Und wieder was für mein Regal. So. Ein bisschen HP fehlt noch. Was haben wir denn hier? Das ist doch, glaube ich, mal wieder, ja, eine Rudenprüfung. Schwäche mit dem schweren Sturmgewehr 3 Höllenritter und führe dann Tod von oben Glories aus. Hm. Was gibt's denn dafür? Ziele einen Glory Kill aus großer Entfernung. Suchen und vernichten. Ach ja, das ist nicht schlecht. Probieren wir das Ganze doch mal aus. Was wollt ihr denn noch hier? Ja, wir kommen schon jetzt schnell da oben hin. Na, so nicht. Okay, das ist nicht so leicht. Neue Taktik. Ich glaube, wir gehen nämlich jetzt erstmal irgendwo rauf und schießen von oben erstmal runter. Wenn wir es schaffen, irgendwo rauf zu kommen. Der Scheiß hier weg. Tja. Ja! Wow! Wow! Okay, da hat er mich zermalmt. Ah. Okay, aber das geht. Man kann quasi auf die drauf springen. Man muss keine Erhebung haben. Dann probieren wir das doch einfach mal so weiter. Nein, Alter. Hör auf mit diesem Rumgehüpfe. Genau so. Wie keine Munition mehr. Gut, dass da was liegt. Oh, ich brauch noch was. Puh, geschafft. Na, wer sagt's denn?
Prima. Oh. Auch nicht so leicht. Aber ich glaube, da muss erstmal den Bogen raus haben. Wie bei allem. Und dann schauen wir uns doch das Ding mal an. Momentan haben wir Munitionsboost und gute Ausrüstung drin. Ich glaube, ich warte, wenn dann mit dem Ausrüsten noch, bis ich wieder einen weiteren Platz frei habe, weil die beiden Sachen sind schon nicht schlecht. Okay, dann. Wo ist das Ziel? Da oben. Da sieht mir das Schwert danach aus, aber hier waren wir ja schon. Aber müssen wir dahin. Oh. Ja, hier geht was ab. Hologramm-Action. Aber ansonsten haben wir das ja alles schon. Und die Musik geht wieder los. Das heißt, Gegner. Oh, was ist das denn? Bäm! Haha! So, wer will jetzt mal was von mir? Ich hab den fettesten, den dicksten Fisch im Teich schon mal erledigt. Es kann nichts Größeres mehr kommen. Komm, da kannst auch du mir nichts mehr hier. Boah! Wo bist du? Na. Ah. Oh, was? Okay, das war aber schnell. Ja, dieses. Wow. Oh nein. Nein, hau ab! Oh. Und noch einer? Echt jetzt? So. Huh, oh was? Sind die denn bekloppt? Wow! Wow! Oh. So. Was ist das jetzt? Ah. Huh. Ich hoffe doch. Hm, war ja noch was? Ein Schalter im Dunkeln. Okay. Huah. So, ich glaube, dann können wir da durch die Tür. Mann, 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 Mann. Was kann denn jetzt noch kommen? Kriegen die sich die ganze Zeit gegenseitig? Ich meine, sollen sie machen. Ist nur ein Vorteil für mich. Oh Mann, hau ab. Boah. Alles klar, wo müssen wir denn hier hin?
Oh nein. Nein! Buah, da habe ich ein Loch im Bauch. Oh. Mies. Nicht schlecht. Naja. Jetzt wissen wir ja, was uns hier blüht. Hier oben gab's da noch was. Nein, aber ich lasse sie, glaube ich, da unten erstmal kämpfen. Ach komm. Kann ich auch mit draufholzen. Okay. Das war's dann. Ja, komm du ruhig rüber. So, jetzt bin ich nämlich bestens ausgerüstet für diese fetten Dinger. Wenn ich es nur hier heil rüber schaffe. Wow, das war knapp. So, wer da? Und jetzt könnt ihr kommen. Na? Ja, so klappt das ganz gut. Puh. Okay. Jetzt heißt es da runter. Jetzt brauche ich irgendwas mit mehr Munition. Das habe ich auch gerade nicht viel, aber... Jetzt bloß vorsichtig hier. Boah. Puh, ich bin drüben. Oh, was? Okay, alles klar. Huah. Dass so die normalen Gegner, die einem jetzt hier in der Gegend hier über den Weg laufen, dass das schon Mancubes sind. Das ist... crazy. Richtig übel. So, willst du mir noch was erzählen? In seinem Kampf gegen die schwarzen Seelen der Verdammten zeigte sich seine Macht. Ich misch mich mal einfach mit ein. Warum ihr euch auch immer gegenseitig bekriegt. Das nehme ich mal mit hier. Aber jetzt haben wir ja wieder nur noch einen. Den müssen wir erstmal wieder sammeln. Okay. Die Rüstung nehme ich mir mal mit hier. Munition, ja, das kann man gut gebrauchen. Das nehmen wir auch mal mit. Muss ich denn überhaupt dahin? Oh. Ja, ich glaube ja. Oh Mann, ich sehe ja gar nichts hier. Ziemlich rot. Okay, ich warte erstmal ab, was da noch so kommt. Okay, zwei Stück. Die kriege ich vielleicht noch hin. Ohne dieses lilane Ding da zu benutzen. Das verwahre ich mir mal.
Stressig. Mann, und ihr geht mir hier auf den Sack. So. Ach, jetzt seid ihr hier. Komm, wisst ihr was? Was noch? Oh Mann, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh, was ist? Oh nein! Oh. Ja, ich hätte noch warten müssen. Übel. Übel. Nun gut. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Das machen wir nochmal. Ich bin ja froh, dass hier keine fliegenden Geschöpfe am Start sind. Weil die würden mich jetzt echt noch zusätzlich nerven. Ich muss mir diese kleinen hier vornehmen erstmal. Boah, da ist er direkt da. So, zack. Da muss ich rauf. Ich will das da haben. Oh. Puh. Bam. So. Der Höllenbaron kommt, muss ich erstmal so klarkommen und dann nehme ich mir dieses schöne lila Item da. Aber ich glaube, der kommt jetzt gleich schon. Oh, da ist er. Heftig. Oh Mann. Ist hier noch irgendwo irgendwer? Ja, da oben schmeißt noch irgendwer was. Oh, aber ich glaube, ich gehe einfach mal straight durch das Tor, wenn es geht. Nein, geht nicht. Okay. Dann muss der eine noch dran glauben, wo auch immer der ist. So, war es das jetzt? Oder spawnt noch was? Nein, da ist der Waffenpunkt. Yeah! Und die Tür ist auf, ja! Und, ja. Abgeschlossen. Ah, unfassbar. Harte Folge, auf jeden Fall. Harte Folge. Puh, und ich bin jetzt eigentlich auch echt... Oh, ich weiß gar nicht, vielleicht mache ich da zwei Teile draus. Also ganz ehrlich, das ist so lang jetzt schon. Wow, Wahnsinn. Na gut, ich bin auch ein paar Mal gestorben. Das wird wahrscheinlich auch gut zur Länge beitragen, aber das gehört halt dazu, ne? Ich habe hier eine Runenprüfung sausen lassen, das sehe ich hier gerade. Also das ist nicht so schön. Ah, egal. Könnte man ja eventuell bei einem zweiten Durchgang dann nochmal holen. Immerhin 5 Waffenpunkte, was auch immer. Naja,
egal. Es war trotzdem sehr spannend, hat viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja das nächste Mal dann auch wieder einschalten, wenn es heißt Ben zockt Doom. Bis dahin, euer Ben. Ciao.